RE aktuell wird Ihnen präsentiert von Autohaus Schweiger in Reutte. Jetzt den neuen ID.4 Probefahren. Ja, hallo meine sehr verehrten Zuseher von RE1. Ich möchte euch alle wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von RE aktuell begrüßen. Eine neue Woche bringt wieder eine neue Sendung mit neuen Themen, eine spannende Diskussion diese Woche und dazu haben wir ja eine tolle Expertise eingeladen. Wir sind jetzt fast genau, wenn mir jetzt nicht ganz täuscht, genau in der Woche vor einem Jahr hat der erste Lockdown stattgefunden. Da vor einem Jahr haben wir gesagt, mein Gott, in zwei Monaten ist alles vorbei oder in einem halben Jahr oder was hätte man sich gedacht, was wäre in einem Jahr. Ja, und jetzt sind wir hier angekommen, ein Jahr nach dem ersten Lockdown. Und dazu habe ich eine Expertenrunde eingeladen. Wir werden sehen, ganz interessant. Und zwar ein paar Kolleginnen von mir aus der Mittelschule am Königsweg und zwei Schülerinnen. Eine Schülerin ist eigentlich sicher schon bekannt aus vergangenen Diskussionen und mit der möchte ich gleich anfangen. Leni, herzlich willkommen, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Ja, hallo, danke. Die zweite Schülerin, die wir eingeladen haben, ist die Alba Alexandra aus Weißenbach von der 4B-Klasse. Alex, grüß dich. Hallo. So, the next woman, the next Powerfrau, wie man so schön sagt bei uns in der Schule, die Julia Tanaskovic, heuer bei uns das erste Mal am Königsweg und muss sagen, eine Bereicherung, was die Sprachen anbelangt, aber auch eine Bereicherung, was das Soziale anbelangt. Julia, danke, dass du Zeit genommen hast. Danke euch. Sportlich fit, sportlich aktiv, sportlich auch super, eine Bereicherung bei uns an der Schule und auch heute hier bei der Diskussion, glaube ich, der Andreas Bittracher. Andi, danke fürs Dabeisein. Danke ebenfalls, sportliche Grüße aus der Mittelschule. Gut, ja, ich darf sagen, wir versuchen hier einfach eine anregende, spannende Diskussion zu führen mit den vier Teilnehmern hier. Gut, ein Jahr Corona, machen wir die erste Runde. Ein Jahr Corona. Hättest du gedacht, Leni, dass jetzt heim nach einem Jahr, nach einem kompletten Jahr, dass das immer noch so andauert, beziehungsweise ja, fast aus dem heutigen Standpunkt ja sogar nicht so gut ausschaut? Was denkst du, Leni? Also, ich hätte es mal gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wo der erste Lockdown Ende war, haben wir schon gedacht, ja, schlimmer kann es nicht werden. Der Winter war ziemlich spektakulär jetzt, meiner Meinung nach. Also daheim sein ist jetzt zu spektakulär, aber rein politisch und so. Was man jetzt darf, was man nicht darf, wie es da ausschaut und so. Aber letzten Sommer hätte ich mir niemals gedacht, dass mir nur so oft wirklich im Lockdown sein werden. Also, Ja, es ist so, müssen wir durchbeißen. Wir sind diejenigen, die das einfach annehmen müssen, was alles kommt und das tun wir auch. Alex, wie hast denn du deinen letzten Sommer verbracht? Bist sicher schwimmen gegangen, oder? Der Sommer war ein eher normaler. Ja, schon. Ich wusste, dass es nach dem ersten Lockdown gewiss nicht um ist, aber dass es noch so lange dauert, haben wir nicht gedacht. Aber im Sommer haben wir eigentlich noch ganz normal sein. Ja. Und dann nachher mit Schulöffnung hat sich das Ganze halt wieder ein bisschen zugespitzt. Ja, genau. Mhm. Julia, es ist ja für dich das erste Dienstjahr. Du hast eigentlich, man kann sagen, nie ein normales Schuljahr gehabt. Nicht einmal eine normale Schulwoche fast. Hättest du heim vor einem Jahr gedacht, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Jahr später immer noch so ist? Ehrlich gesagt nicht, nein, weil gerade der Sommer doch recht normal abgelaufen ist. Die Beschränkungen sind so gut wie aufgehoben.
worden. Und ja, dann bin ich im September in der Mittelschule gestartet. Ja, es hat die Sicherheitsvorkehrungen gegeben, war aber eigentlich gefühlt ein doch normaler, sage ich jetzt, Schulbetrieb, dass das dann gegen Winter so, wie auch die Leni schon gesagt hat, also so spektakulär sich dann auch verändert, dass man dann wirklich die Schulen wieder komplett schließt, man sich 3-4 Wochen im Distance Learning befindet, jetzt wieder in diesem Schichtbetrieb, wo man ja jetzt auch noch nicht weiß, wie es nach den Osterferien dann aussieht. Also hätte ich mir persönlich nicht gedacht. Ja, Andi, du bist jetzt ja auch schon länger dabei. Letztes Jahr, ein turbulentes Jahr, ganz normal gestartet. Februar, Fasching war noch ganz normal und nachher von einem Tag auf den anderen zu. Ein Jahr später, wie siehst du das? Ja, ich muss sagen, also jetzt gerade mit dem Marischen Lokswandwechs, das ist dann relativ flott gegangen, dass der ganze Schritt gekommen ist, dass wir eben die Schulen, sagen wir mal, unter Anführungszeichen geschlossen haben. Dann ist der Sommer gekommen. Im Sommer ist eigentlich ein bisschen Normalität unter Anführungszeichen eingetreten, wo dann gerade beziehungsweise immer wieder auf den Sportbereich vielleicht ein bisschen Normalität eben wieder zurückgekommen ist. Und dann, ja, vom vielleicht im Schock, zweiter Lockdown, dritter Lockdown, dass es immer weitergegangen ist. Und ja, es ist, ich muss sagen, es gibt viele Möglichkeiten, gerade im Bereich Sport, in Vernetzung auch vielleicht mit digitalen Medien, dass so und trotzdem, auch wenn jetzt vielleicht gerade in einer ungewohnten Umgebung jetzt als Sportlehrer im Klassenraum sitzt, trotzdem einiges an Möglichkeiten gegeben sind. Und gerade, wie ich schon angesprochen habe, mit digitalen Medien in Verbindung. Wir haben jetzt zum Beispiel momentan ein paar Projekte im Schulgebäude, wie zum Beispiel eine Schulhausrallye, wo die Kinder oder Schüler verschiedene Aufgaben kriegen, wo sie lösen müssen. Alles natürlich mit Einhaltung unter gewissen Regeln und Abstand. Und gerade auch vielleicht eine andere Aufgabe, zum Beispiel haben wir ein Projekt gestartet mit QR-Codes, also wo wir Videos gedreht haben von gewissen Stationen in der Schule, wo dann mit QR-Codes hinterlegt worden sind und die Schüler dann einfach in dem Bezug auch Aufgaben erledigen können und dürfen. Und natürlich sind auch trotzdem gerade jetzt im Bereich Sport, im Freien, doch ein bisschen mehr Türen geöffnet als jetzt vielleicht im Schulgebäude. Ja, Sport als entscheidender Faktor, als Weg aus der Krise, dass es so in der Krise besser geht, zu dem kommen wir nachher noch. Da gibt es ja sicher mehrere Ideen und ich weiß, dass unsere zwei Mädels da in der Schule die besten Meinungen haben, weil mir ist bei der letzten Diskussion so gegangen, wenn ich der Leni zugekocht habe, dann ist es mir persönlich besser gegangen, weil so erfrischende und motivierende Informationen, was man da von der Jugend kriegt, das ist halt immer herrlich. Aber jetzt kurz, da hätte ich gerne die zwei Schülerinnen gefragt, weil wir schon geredet haben, politisch. Jetzt machen wir momentan wieder, wie es weitergeht, wo es hingeht. Sollte jetzt noch einmal ein Lockdown kommen, was glaubst du, Alex, nehmen das die Leute jetzt auch wie uns als Schüler irgendwann einmal noch ernst, das Ganze? Also es ist schwer, wenn man jetzt so an den ersten Lockdown denkt, da ist ja alles komplett, da ist man komplett isoliert gewesen, da hat man ja gar nichts mehr Kultur kennen und man hat auch nichts mehr tun, man ist einfach nur im Haus gewesen. Und wenn ich jetzt so schaue, jetzt ist das gerade so, wenn man jetzt durch Reiter durchgeht oder so, überhaupt und so. Es wird nicht so ernst genommen und ich glaube, dass man das so nur so ernst nimmt. Mhm. Nur so ernst nimmt, Leni. Warum, was kann da der Grund sein? Ich sag jetzt von mir aus was. Letztes Jahr um die Zeit habe ich mich einmal getraut, mit den Kindern spazieren gehen, weil man Angst gehabt hat, man trifft jemanden. Dann geht man da aus, wie weiß ich was. Ich meine, man hält sich schon dran. Aber Corona-Partys, das hört man jetzt immer mehr in die Medien. Sei die Leute miet. Oder wie siehst du das als Jugendlicher? Du gehst jetzt in die dritte Klasse. Sag es ganz ehrlich, was geht dir auf die Nerven? Also niemand hat mehr richtig Bock auf einen Lockdown, weil es einfach jetzt ein Punkt ist, wo es reicht. Weil im allerersten Lockdown, ich glaube, da hat fast niemand
irgendwelche sozialen Kontakte gehabt. Und gerade mir geht es auch so, dass ich mich eigentlich gar nicht mit Freunden treffen kann oder so. Ich meine, jetzt tue ich schon. Und das wird dir nach einer Zeit auch egal, weil wenn du dir jetzt wirklich, angenommen, du hättest dich streng dran gehalten und du hättest ein Jahr in deine Freunde gesehen, du hast gar keine sozialen Kontakte mehr. Also das Ganze jetzt, vor allem in dem Alter, immer wieder aufzubauen und das Ganze erhalten, nur über Telefonieren oder so, ist halt ziemlich anstrengend. Andreas, das hat mir jetzt ganz gut gefallen, was die Leni gesagt hat. Gerade in dem Alter, das betrifft uns wahrscheinlich jetzt weniger, aber gerade in dem Alter ist ja der Drang, da Kollegen zu treffen, auszugehen, miteinander zu sein, ist ja schwierig. Oder was sagst du dazu? Also, ich muss jetzt gerade an die zwei Mädels denken, dass es natürlich in dem Alter nochmal mehr gefragt wird, dass ich mich mit Jugendlichen trifft, dass ich mich mit anderen trifft. Meine sozialen Kontakte, klar, so die Leni gesagt hat, ich kann einen sozialen Kontakt auch über digitales Medium, über Handy oder Teams oder Zoom zum Beispiel aufrechterhalten. Aber ich glaube, dass der menschliche Kontakt in dem Bezug ganz, ganz wichtig ist. Und auf die andere Seite vielleicht muss ich auch sagen, vielleicht spricht ein bisschen von mir, dass der Mensch auch ziemlich ein Gewohnheitstier ist, wenn man das so sagen darf, dass man sich dann auch schon eigentlich ein bisschen dran gewohnt, wie man sich jetzt ein Jahr lang zurückgehalten hat und streng dran gehalten hat und sich wirklich am Zaun gerissen hat, auf Deutsch gesagt, dass man sich an die Regeln haltet, unter Anführungszeichen. Aber ja, unter gewissen Vernunft sollte man einfach die Kontakte doch ein bisschen weiterhalten, gerade jetzt. Und ja, der Kontakt in der Schule, jetzt vielleicht wieder in der Schulzeit, der Schulöffnung, jetzt mit Gruppeneinteilung, Schichtbetrieb, doch wieder ein bisschen statt. Und gerade in der Schule ist es eigentlich dann doch ein Ort, wo ich andere treffen kann. Mhm. Vielleicht hoffentlich auch einen Spaß haben kann. Und ja, jetzt gerade zum heutigen Tag noch vielleicht dazu, wenn es schon der 15.3. ist, dass eben die Sportmaßnahmen gerade für Jugendliche und Kinder wieder gelockert worden sind. Und das hoffentlich wieder ein Schritt ist, die Kinder wieder eben mehr in die Vereine und gerade vielleicht noch mehr wieder vor, wieder zu die Vereine bringen, dass das vielleicht der Ort ist, wo das soziale Kontakt ist. Jetzt zu dir, Julia. Julia ist ja nicht vom Außerfern. Sie ist dahergekommen und hat gesagt, es ist so wunderschön bei Enk. Es gibt ja gar keine Alternative mehr, da hier wegzugehen. Und da sind wir natürlich froh, Julia, dass wir eine tolle Lehrerin gewonnen haben. Aber was sagst jetzt du dazu? Das wollte ich auch ansprechen. Ich bin ja ursprünglich aus dem Inntal. Also ich habe ja im September da die Chance ergriffen, hier im Außerfern eben die Stelle anzunehmen und habe mich sehr darauf gefreut und bin herzlich willkommen geheißen worden vom gesamten Kollegium. Umso schade ist es dann eigentlich, dass man mit den Kollegen, mit denen man sich gut versteht, dass es da eigentlich keine Möglichkeit gibt, sich privat auch zu treffen oder irgendwie irgendwelche auch nach der Arbeit, dass man irgendwie was im Unternehmen, dass ich auch jetzt da als Zugezogener da irgendwie ja, Kontakte pflegen kann, neue Kontakte aufbauen kann. Also das erschwert das natürlich schon zusätzlich. Zudem, wenn ich dann eben in meinem Heimatort war, auch mit Freunden zu treffen, ist immer schwierig, weil man sich halt doch die Gedanken macht. Man arbeitet im Schulbetrieb, man ist mit vielen Leuten in Kontakt. Was ist mit Eltern, was ist mit Angehörigen von Freunden oder so? Also ich finde, das erschwert es schon, dass man, ja. Ja gut, liebe Zuseher, jetzt haben wir mal einen ersten Einblick gehabt. Ein Jahr Corona mit Schule und so weiter. Aber jetzt machen wir eine kurze Pause und die nutzen wir jetzt für unseren Franz Rupprecht. Unser Franz war nämlich dabei bei einem speziellen Gast zum Thema Alle Vögelein sind schon da. Und was der mit dem lieben Gefieder an sich hat und was die Tierliebe alles ausmacht, das sehen wir im nächsten Beitrag. Gleich geht's weiter mit dem Autohaus Schweiger in Reutte. Starten Sie mit uns in die Elektromobilität.